mein Name ist Daniela Reidis. Ihr kennt mich vielleicht als Mila Superstar oder als Charlene von den Dinos oder als Lucy in der Serie Twin Peaks oder Yoga Jones aus Orange is the New Black und aus ganz, ganz vielen anderen Produktionen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Ja, Merry Christmas und kommt gut ins neue Jahr. Alles Liebe, bleibt euch treu und so erlebt ihr auch das Schönste, was ihr euch vorstellt und was auch zu euch passt. Also viel Spaß mit dem heutigen Türchen bei Santiagos schönem Adventskalender. Die Geschichte vom unglücklichen Engel, gelesen von Daniela Reidis. Es war einmal ein Engel, der hatte schon vielen Menschen geholfen, aber er selber war manchmal sehr unglücklich. Er fühlte sich so klein und wertlos und dachte viel darüber nach, was ihn noch wertvoller machen könnte. Die Menschen sagten ihm, kauf dir etwas Schönes, dann fühlst du dich besser. Und so kaufte er sich etwas Schönes, und zwar ein neues, strahlendes, weißes Engelsgewand. Es fühlte sich der Engel damit ganz toll, und alle anderen Engel bewunderten ihn. Nach einiger Zeit aber fand er sein neues Gewand nicht mehr interessant genug, und so kaufte er sich golden glitzernden Sternenstaub. Den streute er auf sein Gewand und seine Flügel. Alle anderen Engel waren geblendet von seiner Schönheit. Aber er dachte darüber nach, was ihn noch schöner machen könnte, und so kaufte er sich von seinem ganzen restlichen Geld eine große weiße Wolke, die so weich war wie Samt. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Wolke, so dass sie hell leuchtete. Der Engel war begeistert, legte sich auf die Wolke und ließ sich treiben. Es dauerte nicht lange, da hatte der Engel wieder dieses schreckliche Gefühl, so wertlos zu sein, trotz allem, was er besaß, und trotz aller Bewunderung aller anderen Engel. Da musste er ganz furchtbar weinen, weil er nicht mehr wusste, was er noch tun konnte. Er dachte sich, ich stehe nie mehr auf, es hilft alles nichts. Soll die Welt nur ohne mich auskommen? Das hat sie nun davon, dass sie mir nichts bieten kann, an dem ich länger Freude habe. Am ersten Tag war der Engel so traurig und wütend, dass er sich von allen anderen Engeln zurückzog und nicht mehr mit ihnen redete. Am zweiten Tag schaute der Engel in die endlose blaue Weite des Himmels und fühlte sich leer und tot. Am dritten Tag fühlte er einen Sonnenstrahl auf seinem Gesicht. Da dachte er einen Moment, wie warm sich der Sonnenstrahl anfühlt. Aber dann fragte er sich gleich, was soll ich mit einem Sonnenstrahl? Er wird mir auch nicht weiterhelfen. Am vierten Tag kam der Sonnenstrahl wieder. Der Engel dachte sich, eigentlich ist der Sonnenstrahl das Beste, was ich im Moment habe. Auch wenn er mir nicht helfen kann, so kann er mich doch ein wenig wärmen. Am fünften Tag dachte der Engel schon gleich am Morgen an den Sonnenstrahl und stellte sich vor, wie schön es wäre, wenn er wiederkommen würde. Dabei wurde ihm warm ums Herz und er spürte, wie sich alles anders anfühlte bei dem Gedanken an den Sonnenstrahl. Als der Sonnenstrahl dann wirklich kam, war der Engel so aufgeregt, dass er gar nicht wusste, ob er sich erst seine Füße oder seine Hände oder seinen Kopf wärmen lassen sollte. Von da an war jeder Tag nur noch auf den Sonnenstrahl ausgerichtet. Der Engel dachte schon am Morgen daran, wie der Sonnenstrahl ihn bald wieder wärmen würde. Er ließ sich immer tiefer in die Vorstellung der Wärme fallen und merkte, wie sich seine Lustlosigkeit in Erwartung verwandelte und wie seine Traurigkeit und seine Angst an ihm vorüberzogen, ihn aber nicht mehr so tief erreichten wie früher. Er fing an, wieder auf seiner Wolke hin und her zu gehen und dachte, wie schön es doch war, sich an so etwas erfreuen zu können. Der Sonnenstrahl durchströmte mehr und mehr seinen ganzen Körper. Die Energie des Lichts verteilte sich in ihm und der Engel bekam wieder neue Kraft. Er schwang seine Flügel und flog zu den anderen Engeln, um ihnen von dem Sonnenstrahl zu erzählen. Auf dem Weg dorthin
trafen ihn unzählige Sonnenstrahlen und er wunderte sich, dass er sie früher nie wahrgenommen hatte. Der blaue Himmel war nicht mehr leer wie früher, sondern ein Meer des Lichts. Auf einmal fühlte sich der Engel wie im Himmel und nichts konnte ihm mehr die Hoffnung nehmen, wusste er doch um die Kraft der inneren Wärme, die es vermochte, alles wundersam zu verwandeln.